In Teil 22 unserer Deutschland-Reihe hat es uns ganz in den Südwesten verschlagen. Durch Freiburg fließen friedlich die Bächle und die Aussicht vom Schlossbergturm ist großartig. Schwarzwald ist allgegenwärtig und Freiburg ist natürlich eine der wärmsten Städte von Deutschland. Ja, Freiburg besitzt schon fast eine südländische Atmosphäre. Kein Wunder bei diesen vielen Straßencafés und wir haben auch schon eine Empfehlung für einen Cappuccino, das Sam's Café. Und andere Gerichte schmecken auch. Besonders schön kann man hier sitzen. Direkt um die Ecke liegt das Rathaus und das Münster. Das Rote Rathaus ist ein großartiger Blickfang. Und der Westturm des Münsters, ein Meisterwerk der Spätgotik. Überhaupt kann man sich in der Altstadt von Freiburg wunderbar verlieren. Wie wäre es zum Beispiel mit Bollenhutkunst? Wie eingangs bereits erwähnt, sind die Freiburger Bächle stilprägend für die Altstadt. Gilt wohl ebenso für die zahlreichen Fahrradfahrer. Die Stadt ist grün und voller Studenten. Hier sehen wir das Martinstor, einer der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Martinstor war einst Teil der Stadtmauer von Freiburg. Hier befindet sich auch der Zugang zum schönsten Aussichtspunkt von Freiburg. Schlossberg bietet unzählige Wandermöglichkeiten und ist schon der Beginn des Schwarzwalds. Am Schlossberg kann ein historischer Rundgang begangen werden. Irgendwann führt dieser zum Schlossbergturm. Unzählige Treppen später hat man hier vielleicht die schönste Aussicht auf Freiburg. Der Blick schweift über die Altstadt, weit über die Rheinebene bis zu den Vogesen nach Frankreich. Natürlich auch im Blick die Schwarzwaldberge und das Fußballstadion. Die Breisgau-Brasilianer des SC Freiburgs ziehen aber bald in ein neues Stadion. Wer sich schon mal in Freiburg befindet, ist auch schnell in anderen großartigen Destinationen. So zum Beispiel der elsässische Fachwerktraum Colmar. Oder man steigt am Hauptbahnhof in die S-Bahn ein und ist schon in 30 Minuten tief im Schwarzwald am Titisee. Ach ja, und trotz Corona scheint es hier freie Umarmungen zu geben, zumindest für Radfahrer. Wer in den Altstadtgassen rund um das Martinstor durch die Gegend flaniert, erkennt den grünen Charakter von Freiburg. Tatsächlich ist Freiburg auch für neue Energie- und Solaranlagen bekannt und Bündnis 90 Die Grünen sind hier schon jahrelang sehr erfolgreich. Jetzt aber zu den Kaffeetipps. Das Café Pau bietet leckeren Flat White und Kuchen in hipper Atmosphäre. Oder wie wäre es mit einem Besuch im Stadtgarten der grünen Lunge von Freiburg? Hier gibt es nicht nur die Schlossbergbahn, sondern auch das wunderbare Café Marcel. Neben tollem Kaffee auch immer ein Ort für andere Erfrischungen. Und Gleiches kann man über Freiburg sagen, ein wirklich erfrischender Ort.